Die nächste Bibelstelle, die wir nun lesen wollen für die nächste Predigt, finden wir an der längsten Predigt, was Jesus auf dieser Erde gehalten hat. Jesus redet, fehlte seine Jünger an Gleichnisse, er muss an das Himmelreich deutlich. Aber wir haben an Matthäus Evangelium vom Kapitel 5, was Kapitel 7, die längste Predigt abgeschrieben, und wir sagen, das ist die Borchpredigt, wo Jesus im besonderen Ort seine Jünger darauf hinwiesen deut, was das Reich Gottes auf sich hat. Und was Jesus immer wieder hinwiesen deut, wie wichtig das ist, dass wir nun, bei dieser Zeit, die Klarheit und die Gewissheit kriegen, dass wir dem Reich Gottes gehören, dass wir im Reich Gottes binnen sind, dass wir nicht besiegt stunden und checken, was Gott schaffen hat, dass wir eine Gewissheit haben, dass sie hier da tun, dass sie da binnen, dass sie in Gott sein Reich binnen. Wir haben hier die wichtige Stelle gelesen im Prophetenbuch Jesaja, das 53. Kapitel, ist das wichtigste Buch, das wichtigste Kapitel, wo uns das klarste Wesen hat, was neidisch wir, damit wir kennen, zu Gott sein Reich gehören. Was Gott gedungen hat an Jesus, damit wir kennen, an Gott sein Reich sein. Ich muss hier von dort zwei Punkte rütteln, die uns an die Gedanken von dort darauf handeln sollen, aber wo wir auch kennen, die Gewissheit seinen und triehen, wo stehen wir von dort? Sei wir im Reich Gottes oder stehen wir besiegt? Wort haftet ab sich, wenn wir besiegt stehen und nicht angegangen sind. Matthäus Kapitel 7, der sehr bekannte Vers 13 und 14. Matthäus Kapitel 7, der Vers 13 und 14. Hier sagt Jesus, Gott nenne dich der eine der, der dir es bräut oder wied ob, in der Wasch es bräut, die eine Verdammnis nennen führen wird. Und das sind viele, die ab dem Wasch gönnen können. In der es schmal, in der Wasch es schmal, die in das ewige Leben nennen führen wird. Und das sind wenige, die am Fingen. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt, und wir machen das von dort mit Bedürfnis sein, dass es dabei geblieben. Wir machen das mit Bedürfnis sein, dass es dabei geblieben. Ab dem Bräutenwasch wandelt Die meisten Menschen wandeln ab dem Bräutenwasch. Und da sind wenige, die ab dem schmalen Wasch nachgehen. Jetzt sage ich vielleicht mal ein bisschen so, wenn mir das selbst in meinem Herzen geht. Ab so einem Ofen versammeln, ab so einem Werken, wo wir besonders Gott sein Wort verheben können. So ja vor, wenn ich dann tüsse, ein Nudeckender über die Versammeln, dann fühle ich mich sehr schuldig. Weil ich nicht wollte, das sind Menschen, die ohne Jesus weggegangen sind. Und dann denke ich immer weiter, warum hast du dort nicht angetreten, Jesus, die Menschen so dort zu stellen, dass sie nicht anders können, als nach Jesus rennen? Warum gehen sie weg von Jesus? Habe ich nicht alles gesagt? Habe ich nicht deutlich genug gesagt? Wir wollten das erst nicht antworten, erst nicht Menschenwort. Aber die Gedanken kommen dann. Habe Jesus nicht so vor unsere Augen angestellt, dass es nicht anders mählich wird, als dass die Menschen kommen sollen, Jesus? Wo hat es gefehlt? Bei Gott sie sieht, fehlt es nicht. Wo es fehlen wird, das ist bei uns. Das ist gerade sehen, das ist ja nicht ans Wort. Aber die Gedanken kommen dann. Worum liegt das? Warum gehen so wenig Menschen durch die Enge der Dörsch? Warum wandeln so wenig Menschen auf dem schmalen Wasch? Warum blüfft das bei der kleinen Herd? Warum blüfft das bei der kleinen Herd, wo Jesus kann verabgehen, in die Mehrheit folgt ab dem Bräutenwasch? Von dort hat Gott uns nach weiter Gnadentät gegeben. Er wisst uns mit diesem Vers, dass der schmale Dier immer noch aufsteht. Wir wollten nicht wie lange, aber von dort schon Tag steht er noch auf, weil Gott sein Wort noch lässt verkündigen. Jesus hat seine Gemeinde noch nicht zu sich genommen. Und solange aus der Gemeinde, aus das Licht in dieser Welt, in Salz für diese Erde ist, solange lässt Gott auch sein Wort verkündigen. Solange lässt Gott auch immer weiter diese Botschaft ausstrahlen, dass er sagt, wir sollen ankommen, dass wir mühselig und beladen sind. Hier hat Jesus von dort an diese zwei Wege gegeben mit den zwei deren. Wo führen diese zwei Wege hin? Die eine Wege, die breite Wege, die führt eine eure Verdammnis nennen. Die schmale Wege, die führt eine eure Herrlichkeit nennen. In Himmel, wie sein Bett, die eure Verdammnis und die eure Herrlichkeit haben ein ans Verständnis, dort, was wir uns feststellen, man sei jetzt schließlich die Wahrheit an sich. Weil wir an Tiet, in eine Stadt, in eine Person geboren sind, in die eure Verdammnis, in die eure Herrlichkeit, da gibt es schon eine Tiet mehr.
Und da wir mit wie bloß dort, was wir uns verhüllen können, dort ist mal ein kleiner Port. Wird das wörtlich Wort sein, die Bibel sagt uns doch, unsere Erkenntnis ist bloß ein Städtchen. Und da blüht es auch. Unsere Erkenntnis ist mal ein Städtchen. Aber dennoch lesen wir davon, dass der uns aufgemacht ist, dass wir nicht kennen, was das ab sich hat. Ich möchte das erste hier dort sein, was Jesus sein wird von dem Bräutigam, wo die meiste Menschheit wandeln wird und wo alle Menschen noch geboren sind, der steht, dass sie in diese Welt gekommen sind. Von Adam und Eva an euch fangen, wo die Sündenfall wie passiert. Von dort an sind alle Menschen auf dem Bräutigam. Also den Bräutigam habe ich nicht zu wählen, das ist wie Boom. Wir sind auf dem Bräutigam gottlos noch geboren. Das ist die Sünde, was wir von Adam und Eva mit oft haben. Jesus sagt, redet hier von der ewigen Verdammnis. Wir sind sehr vorgewandt, von der Hall zu reden. Die Bibel, die wisst uns, dass der Hall adlige Aufschnitte hat, was wir uns verhüllen machen. Dort, was wir sehr vorgehören oder verstehen, ohne das Wort, was der Hall bedient, wird in der griechischen Übersetzung Hades genannt oder in der hebräischen heute Sheol. Und das ist nicht anders als das Dödenrich. Also das Dödenrich ist abgedeutet. Dort, wo in dieser Zeit ist, wo die Menschen nun eine Ewigkeit nennen können, passiert all das, was Jesus uns deutlich machen hat mit dem reichen Mann und mit dem armen Lazarus. Das ist schon Gelegnis. Da macht Jesus deutlich, was das ab sich hat mit der Ewigkeit. Er sagt hier, die Verdammnis, was er bei dem Bräutigam ab dem Ende nennen können, die Verdammnis ist das Dödenrich. Wir lesen alle Bibelstellen davon, wo Jesus davon reden wird, von der Dödenrich, wo die Menschen nennen gehen, wann sie diese Erde verloren können. Also die Död ist die Grenze, wo wir in unserem Leben eine Ewigkeit nennen gehen. Und sobald wir hier die Augen haben, wo wir abhören zu jäschen, wo uns Körper bloß noch eine Leiche ist, sobald es unser Seil auch da an Jan sieht, all an Deutsch steht, was wir hier gewählt haben. Die Bibel, die wisst uns dort, dass das Dödenrich, Sheol oder der Hades, dort ist all das steht, wo der Mensch sich anfängt zu quälen. Weil er ohne Gott sein Wort, und ohne die Erlösung an Jesus anzunehmen, der sie ihr verloren hat. Das ist die ernste Botschaft, was wir von dort haben. In England, in London, wir mal ein Atheist, also ein Mensch, was Gott lehen deut. Er läuft nicht an Jesta, er läuft nicht an Gott, er läuft nicht an die Bibel, aber das Mensch, der sieht mal eine Wahrheit, wo mir so ja zu hören geht. Er sieht, wenn ich so gelebig sein, wenn ich so ein Kind Gottes sein, und ich so gelaufen, dass die Bibel die Wahrheit wird, dann würde ich Tag und Nacht ab Schneus krüpen, die Menschen anflehen, Lutchen tragen von der Hall. Das sieht ein gottloser Mensch. Es wurde Tag für Nacht, wo ich habe Schneus krüpfen, die Menschen prachern, Lotchen doch raden, kommt doch zu Jesus. Aber sagt er, wahrscheinlich ist es so, dass viele Christen gar nicht glauben, dass es einen Hall gibt. Viele gelebte Menschen glauben gar nicht, dass es einen Hall gibt. Viele Prediger stunden von dort ab und sagen, der Hall gibt es gar nicht. Es wird mal ungelacht, als ich sehe, ja, die Bibel sagt uns, dass es der Hall gibt. Das war so gesagt, Jesus sagt bloß, jetzt sei was sagt Jesus dann, wo die Warm nicht sterben wird, wo das bloß ein Gehühl ist, wo das ein Gehiel ist, in die Tänen kloppen wird. Oder dann sagt die Person, dort geht Jesus von der Groves, wo da bei Jerusalem wir, wo sie das Mehl abriemen deuten, wo sie verbrennen deuten, oder wo die Kohlen brennen deuten, bloß von dort, dort meint Jesus, dort wie das steht. Die Bibel, die sagt uns, dort wie der Stimm anglauben, habe ich dem Tod gewählt. Wir haben dem Tod verdient. Die Bibel sagt uns, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Und wir haben drei Orte von Tod. Wir haben den geistlichen Tod, wo wir alle auf dem Bräutigam sind. Wir haben den körperlichen Tod, wo wir alle dran sterben. Das ist irgendwo verursacht. Habe ich dem Tod verdient. Und dann kommt der ewige Tod. Und dort meint die Bibel, dort hat der Ort ist, und da steht es, wo die Quellen nicht abhören, das sagt die Bibel. Wir können, wie man sagen, dort, wo Gott für drei Jahre gefährlich sein hat, wo seine Feinde werden, dort ist der Satan, die dämonische Welt. Und nun, wo die Menschen in dieser dämonischen Welt stehen, wurden sie mit am Typ, dort die Leute urteilen.
Das ist sehr wichtig, dass wir dort sein, die Bibel ist die Wahrheit. Und Gott muss uns die Augen aufmachen, wenn die Bibel uns das wissen, dass der Tod so gewiss, als wir alle sterben wurden, so gewiss, wo wir an der Stadt hinkommen, was wir in diesem Leben gewählt haben. Und jeder einer trägt Verantwortung für sich. Und jeder einer hat die Möglichkeit zu wählen, wo will ich hinkommen. Also das Deutenrich ist abgedeutet. Das erste ist dort, wo wir näher kommen, wenn wir diese Welt und die Menschen diese Welt verloren, wo sie hinkommen, dort ist all das steht, wo sie gewählt wurden. Wir sehen das an dem rechten Mann, dass er in dieser Zeit sich nicht an Gott gekämmert hat, auch nicht an Gott sein Wort gekämmert hat, aber wir sehen dort, als er erst in seine Quell ist, in seine Augen abschlagen wird, dass er alles wahrnehmen wird. Er hat sein Leiden ab sich, er hat seine Qual an sich, aber er kann auch noch in das Deutenreich nennen, checken, wo die Seile wären, und das ist doch ein Geheimnis. Er fängt an zu reden mit einmal, und das ist interessant, mit einmal kennt er, wer Abraham wir. Von wo? Von wo kennt er, wer Abraham wir? Abraham wir ja tausende Jahre gestorben. Nicht mit einmal wiss er von Jesaja's Wort. Er sieht dem armen Mann, wo er in das Deutenreich, wir wollen uns noch davon reden, wo das Seilig erst nennen gekommen wir, in er kennt und mit einmal dem Lazarus. Als er in diese abdesiert wird, ging er am Lazarus nur schauen. Er lag für seine Dehr voll schweren und er will sich mit den Kreimels, wo er sich sättigen wird von seinen Dehr fallen. Deuten, die Hüngen, die wir im Beamte gesagt haben, aber das Ritter Mann, die wisst dann nicht von. Nun mit einmal, ein Haar, als er ein Deutenrich ist, nun schlägt er seine Augen auf, in seine Gequäl, wo er ist, in seine Qual, sieht er mit einmal Abraham, ist doch, er kennt Abraham. Er sagt, Vater Abraham, schick doch einen, dass er meine Tung kann anrühren, dass er mit meiner Qual, schick doch dem Lazarus ne Mie, dass er meine Tung soll im Bett mit Wut erzählen. Sag ich, Abraham, das geht nicht. Du hast eine Kluft zwischen, und das geht nicht. Also das Deutenrich, der Aufenthalt, wo die Säulen sind, wo die gestorben sind, bei dieser Zeit, die ist abgedeutet. Und Abraham sagt, das geht bloß nicht. Dann mit einmal fängt das Regiment, wo zweimal sich an Gott sein Wort gekämmert hat, an zu reden, fängt er an zu reden, dass Lazarus soll schätzen, dass einer aus dem Deutenrich soll abstohnen und soll seine fünf Brüder nachbohren und er sagt, dass die nicht abkommen an diese Stadt, wo sie so gewählt worden sind. Also er hat ein klares Verständnis, er kann sich alles denken, was gewasst wird in der Zeit aus der Erdenbier. Er kennt Abraham, dem Vater Abraham, er weiß um das Gesetz, Abraham sagt, die haben das Gesetz und die Propheten, er sagt, das ist nicht genug. Für ihn wird das nicht genug, ihr wisst, da soll noch was anderes kommen. Das schlug er aus. Er wird an eine Stadt, an seine Gräute, wo er gewählt wird, und er kann klar denken. Und er sieht, wird einer von den Deutschen abstohlen, dann werden sie sich bekehren, dann werden sie geläufen. Also, was diese Bibel steht an sich sein, weil in Lukas Evangelium, dass Jesus sagen wird, wir sollen das dort bedenken. Wir kommen an eine Stadt, wo wir nicht schleiperig sind. Wir kommen an eine Stadt, wo wir nicht ausgeschaut sind, wo wir nicht ausgezwitscht sind. Wir sind im vollen Bewusstsein. Und wir waren auch im Seelentauschstand, wo wir all gewählt wurden, wenn wir nicht die Erlösung angenommen haben. Also alle die Jahre, wo diese Erde verloren, ohne mit Gott versöhnt zu sein, die kommen an diese Stadt, an dem Hades oder Sheol, also an dem Aufenthalt, wo das Gequäl all anfangen wird. Dann aber sagt uns die Bibel in Daniel Kapitel 12, Vers 2. Der zehnte Tag, wo die Deutsche abstohlen wurden. Und Daniel sagt das in einem Satz, da wisst ihr, dass da waren die Deutsche abstohlen, wo das Götter gewählt haben, und die Deutsche abstohlen, wo ohne Gott gelebt haben. Jesus steht das Kreuz. Jesus sagt im Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 28, 29, da sagt er, die Stunde kommt. Die Stunde kommt, wo alle Deutsche waren die Stämme Gottes hier. Und dann sagt er, dass er schreit in diesem Gesang, wo das Götter gewählt haben, und das Götter, das geratzte Götter, was wir haben, das ist Jesus. Das ist der Sehn Gottes, was in dieser Welt einmal näher gekommen ist, um dein und mein Leben zu raten, um uns wahrer zu geboren, und uns zu raten, auch von eurer Verdammnis. Er sagt, die, die das Götter gewählt haben, die waren abstunden, die das eure Leben.
Die anderen waren abgestanden zu der ewigen Verdammnis. Wie viel es über das Wort gespottet worden? Wie viel es über das Wort gelacht worden? Ich muss nicht daran denken, wo die Menschen einmal oben waren, wo das Wort verschmähten haben. Schaut mal, die Bibel wiest uns, dass im Alten und im Neuen Testament, da kommt die Auferstehung. Da kommt der Tag und die Stunde, wo wir abstehen von den Deutschen. Wir können begruft sein worden, kreit wo wir wollen. Wir können unseren Körper verbrennen. Wir können dem Ermehren streuen, das Essen dünnt. Gott hat uns geschaffen nur seinem Bild. Gott kann nicht sterben. Wir haben eine Säule. Unsere Säule kann nicht sterben. Ans Körper, der wird zu Erd, so sagt uns die Bibel, von der Erd bist du genommen und zu Erd sollst du werden. Aber unsere Säule, der jetzt tritt, dahin, wo Gott uns bestimmt hat. Unsere Säule soll zu Gott kommen. Schaut mal, und dann, wenn die Auferstehung kommen wird, dann wird das Kreuz zu sehen, wir wollen hier noch vom Himmel reden, aber hier, wo das dann jetzt von dem Hades, von dem Todesreich, da geht es dann an die Hall nennen, wenn das letzte Gerecht für Gott wird ausgeführt sein. Da geht es nicht mehr der Witterthron, von dem die Offenbarung ans Wiesen geht, für den Witterthron, da geht es nicht mehr darum, dass alle geraten wurden, alle nicht geraten wurden. Für den Witterthron wurden sie alle verdammt. Das andere ist all gewasst. Das andere ist all gewasst. Das ist die letzte Station, wenn Gott wird sein, das alles, wo der Deutschenreich die Deutsche jeft, wo der Meer die Deutsche jeft, wo alle aus allen Völkern und Nationen für Gott kommen wurden, was Gott alle ignoriert haben, was Gott alle aufgewiesen haben. Und dann steht geschrieben, dann kommt das Deutschenreich, das ist der feurige Pfuhl. Dort sagt uns die Schrift, wies uns die Schrift, dort ist die Gehenna in Hebräisch, im Griechischen, Entschuldigung. Dort ist die Feuerofen, von dem Jesus reden lässt, wo das Vier nicht mehr auslaschen lässt. Hier bleibt uns Verstand stunden. Wir haben keine Wirt, dass wir das klotchenen wollen. Hier bleibt uns Verstand stunden. Wie sind das gewandt, wenn man ein Vier anstecken lässt, wenn das halt verbrennt ist, jetzt das üt. Das Vier eine Verdammnis jetzt einmal üt. Also wir können nicht von Verbrennen reden. Wir können bloß von Brennen reden. Und so redet Jesus auch im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, da sagt er, all die, die da nicht Frucht bringen, die waren aufgesucht worden, und man wird sie sammeln und man wird brennen. Also nicht ein Vergonen im Brennen, aber ein beständiges Brennen, ohne Abhören, ohne Grenzen, ohne, dass man eine Hoffnung hat, dass es anders kann werden, ohne dort noch eine Grenze von Zeit ist, weil du heute von Ewigkeit zu Ewigkeit, so sagt die Bibel. Und wenn wir so viel abrechtig sind und sagen, die Bibel ist Gott sein Wort, und wenn wir so viel Teufeltrüen haben zu Gott, dass wir sagen, Gott kann nicht lehen, dann macht uns diese Wahrheit von dort einmal stillhören. Leute, Teuerer, ich weiß nicht, wie du zu Gott stunden lässt. Du musst von dort auch denken, ja, ich läuft ja auch an Gott, aber denk mal einmal dort, was Jesus uns hier sagen wird. Jesus sagt, der mir hat jetzt ab dem Bräuten wasch. Da sind wir alle abgeboren. Nun müssen wir uns noch die Frage stellen, wann du am Ende der Euer ist, wann du am Ende der Verdammnis ist, auch wann es ich in einem Deutenrecht nennen geht, wo wir doch all, wo aber doch die Quol all ist, dann geht es noch leer auf. Dann geht es noch eine Gehirne nennen, das heute in das Euer vier nennen. Und das ist nicht ein, das habe ich nicht ein physisches Vier verstanden. Die Bibel, die sagt, weit auf, ferne von dem Angesicht Gottes, also ob ewig von Gott getrennt. Wenn wir uns dort von dort können, einmal für die Augen hüllen, wenn uns dort können klar werden, das hat Gott nicht reingemacht, als er uns Menschen schaffen hat. Das hat er reingemacht für den Satan in seine Deiner. Aber da, wo wir uns durch den Sündenfall von Gott waschgedreht haben, da, wo wir uns durch den Sündenfall unter Satan seine Herrschaft gestellt haben, da stehen wir nun all unter der Verdammnis. Die Bibel sagt uns, Johannes sagt im dritten Kapitel, wenn wir nicht Jesus gehorsam sind, dann blüfft der Zorn Gottes über uns. Wir reden vorhin von verloren gehen oder geraten worden. Liebe Teuerer, wir sind nun all verloren. Nu in dieser Stunde sind wir verloren, wenn wir noch nicht Jesus angenommen haben. Aber ans verlorene Zustand wird noch schlimmer.
Die Bibel sagt, mit dem gottlosen Menschen wird es je länger, je schlimmer. All in dieser Zeit, das wird je länger, je schlimmer. Die Sünde ist ein Tschernjaspel. Die Sünde, das ist aus dem Nast, was immer gerade an uns wird, das ist ein Tschernjaspel. In die Strophe der Sünde, das ist die Eubia dort. Ich muss Gott uns hier die Augen aufmachen und uns das wiesen, wie grülich und wie schrecklich, wie schüderhaft das ist, wenn wir daran denken, dass Menschen eine ewige Verdammnis nennen können. Das Schlimmste ist, gestern so etwas hat wie ein Punkt in der Thema, wo wir Trübsal oder Leid tragen können. Das Schlimmste ist, wo nicht einer dem anderen beschuldigen kann. Wir haben selbst gewählt. Wir haben selbst entschieden, wo wir sein wollen. Ob jung oder alt. Die Ursache ist nicht, dass wir fehl- oder schändlich gesündigt haben. Die Ursache ist, dass wir das Mädel nicht eingenommen haben, je in der Sünde. Dort ist die Ursache. Ob wir fehl- oder schändlich gesündigt haben, dort ist nicht allein die Ursache. Die Ursache ist, dass wir das Mädel nicht haben eingenommen, dass jeden Mädel je in der Sünde nicht eingenommen haben. Die Bibel, die wies uns, Jesus selbst ist an den unnersten Örter der Erde getreten. Die Bibel wiest uns, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat er die Hall durchgemacht. Jesus hat die Hall durchgemacht. Er stund unter dem Zorn Gottes, als er am Kreuz für die in mir gestorben ist. Gott hat unsere ganze Schuld und Sünde, unsere ganze Vergehen, hat Gott ab ihm gelegt. Wenn wir uns mal das vorstellen, was Jesus eigentlich getan hat, und dort er Mensch wird, dass er sich in uns Wesen geschleut hat, dass er unsere Sünden ab sich nimmt, in Reut wie unsere Sünden am Kreuz zu betonen, dann steht er geschrieben, von der saßte Batterie in der Stunde hat Gott sich zurückgetrocknet von ihm. Jesus und Gott wären von Ewigkeit zu Ewigkeit eingewahrt. Das gab nicht einen einzigen Punkt, wo Jesus Gott was fertighören hat oder Gott seinem Sehen was beschuldigen kann. Gab es nicht. Jesus ist Gott. In Gott, der Vater ist Gott. In der Heilige Geist ist Gott. In einem Gott, jeftet schon zwei Schneidet. Du ist bloß eins. Du ist die heilige Gerechtigkeit Gottes. Und weil die heilige Gerechtigkeit Gottes nun auf seinen Sehen kicken deut, und nun hängt sein Sehen durch am Kreuz eingenagelt, am Fleisch eingenagelt, und wir mit der ganzen Schuld von den ganzen Milliarden Menschen beladen, muss Gott sich zurücktreiben. Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit läutert nicht mehr Tau, dass er bei seinem Sehen kann sein. Und dann muss Jesus ausdrücken, mein Gott, warum hast du mich verloren? Da hängt Jesus aus Menschen sehen, da hängt er für die in mich. Da wie er das Lamm Gottes, was die Welt Sünden ab sich nimmt. Da räumt er aus, als er von Gott verloren hat, warum Gott hast du mich verloren? Das ist der einzige Stelle, wo er nicht sagt, mein Vater. Du sagst, hey Gott, hei stund unter das Gerecht Gottes, der ganze Zorn Gottes war ütgegogen ab der Tritz. Du hast die Strophe einmal vollbracht, für alle Sünden, für jeder Sünder. Dort ist Gott seine Gnade. Hier hat Gott die dir aufgemacht, nicht die Gemeinde, nicht die Taufe. Jesus selbst ist die schmale dir. Jesus ist der, wo der aufsteht, und Jesus sagt, nu Gott nennen. Dort wird Jesus am Tritz der Schmuck, dort wird die Höllenfahrt. Er wird eine Halle näher gehen, als er durch von Gott verloren wird. Und er wird begruft, er wird am dritten Tag abgestohlen. Diese Zeit, was er durch der Schmuck hat, das bleibt für uns ein Geheimnis. Die Bibel sagt, er ist raufgestehen an die unterste Orte der Erde, um auch an den Todesreich, den zu bezeugen, die Erlösung ist vollbracht. All die Jahre Deutsche, was ab dem Messias gelehrt haben, die kriegen die Bestätigung, wir haben die Radung an Jesus. All die Deutsche, was Gott ignoriert haben, haben die Bestätigung, wir haben die Verdammnis verdient. Was hat Jesus uns gewesen in der Schrift, wann er über den Himmel reden wird? Jesus hat nicht viel über den Himmel geredet. Jesus redet über den Hall. Sei er viel mehr als über den Himmel. Ich weiß nicht, gesehen haben. Jesus hat mehr von der Hall gepredigt und von der Hall gelehrt, aus dem Himmel erwähnt. Aber Jesus selbst hat uns die der aufgemacht in den Himmel. Schau dir mal, hier steht geschrieben, du hast die schmale der und du hast die schmale Wasch. Wo lädt die schmale Wasch hin? Jesus sagt, dein Wasch
wird in das ewige Leben nennen. In der ewige Herrlichkeit. In der Gegenwart von Gott lädt die schmale Wasch nennen. Und Jesus sagt, in wenig sind, die diesen Wasch finden. Woran denken wir, wenn wir in der Bibel von dem Himmel reden? Das Alte Testament besingt auch den Himmel. Das Alte Testament besingt den Wunsch, steht, wo Gott ist. Im Psalmbuch, in den Propheten, die reden davon, wo Gott ist. Und sie sagen natürlich im Chöre, die singen so erscheinend Leute, wo Jesus ist, da ist der Himmel. Kann ihr das, Leute? Möchtet ihr noch lernen? Da, wo Jesus ist, da ist der Himmel. Also, wo Gott ist, Gott in seine Gegenwart, dort ist der Himmel. Wie kann in dem Himmel, was wir über uns haben, jetzt, wenn wir in den Haus kommen, meine frühe Zeit, schick noch einmal im Himmel. Was für klarer Stirnhimmel. In Deutschland haben wir den nicht. Wir haben viel zu viele Lichter. Wir sehen nur sehr wenig Stirns. Deutschland ist so dicht besiedelt und die vielen Lichter, wir können nur ein paar Stirns sein, das ist nicht viel. Aber von Russland schauen wir dort, wenn es ganz düster wird. Die ganze Himmel strahlt mit Millionen Stirns. Ein wunderschönes Bild. Aber dann auch, wenn es mal richtig ohne Wolken ist. Man checkt, dass es bleibt und dass es so Strom. Wenn wir im Jet weiter fliegen, dann sehen wir ungefähr Tieren, was 11 Kilometer hoch boven. Man checkt drauf, man sieht bloß ein kleines Bettchen, was von der Erde, ob eine Boven ist auch noch weiter nicht zu sein. Wir sind doch 11 Kilometer hoch, aber da sind noch düsende Kilometer eine Boven, wo nicht zu sein ist. Das hat Gott geschaffen. Gott hat das ganze Universum geschaffen, die ganze Herrlichkeit. Und die Bibel sagt, uns Gott wohnt im Himmel, wo kein sterbender Mensch hinkommen kann. Also solange wir im Fleisch und Blut sind, ja, ans Verstand steht still. Sogar all dort, was Gott geschaffen hat, ist uns zu groß. Wir können das gar nicht begreifen. Was wird es dann sein, wenn die Vollendung kommen wird? Also wir reden von dem geschaffenen Himmel, was uns als sehr begeistern wird und bewundern wird. Aber dann wies die Bibel uns eben auch, dass es ein Totenreich gibt für diejenigen, die im Glauben gestorben sind. Hier braucht die Bibel auch folgendes Wort entschlafen. Das heißt nicht, dass sie schlafen, so als wie das physisch kennen. Das heißt, dass sie für dort, was von dieser Erde kommen, dass sie von dort sind, enthoben. So als wir uns die Nacht durchleihen und die Tag hinter uns ist, so gut wie eine Ewigkeit nennen, in uns Leben ist hinter uns. Und da lesen wir von dem Lazarus. Schickt mal, Lukas Evangelium sagt Jesus, Lazarus, als er seine schwere Leben hier ab dieser Erde, was eingebracht hat, er ward von den Engeln gedrückt in Abrahams Schoß. Das ist eine Bilderspruch. Die wies dann, dass Abraham, er mag seine Augen tau, und als er die Aufschlungen deut, dann wiss er, wo er hinkommt. Lazarus, kann mir einer sagen, was das Wort bedienen wird, Lazarus. Weißt du das? Habt ihr eine Bedienung? Du weißt, was Jakob bedienen wird, ja? Jakob bedient das erst ein Lästchen, ein Hängerlästchen. Aber Lazarus hat so viel Gott halb. Also sein Nomen weiß sein Zustand. Ans Nomen, wie es das so erzählen. Also sein Nomen weiß sein Zustand. Lazarus hat Gott halb. Er sagt mein Vertrauen auf Gott. Und wer auf Gott gebüht hat, der hat auf keinen Sohn gebüht. Sein Glauben, was er mit seinen Nomen bekennen deut, Gott ist meine Halb, Gott ist meine Rading, der wird offenbar. Er wird gedrückt in Abrahams Schoß. Was will das sein? Er wird dahin gebracht, wo er, so Abraham sagt, er wird getröstet. Damit, dass er in die Gottheit hineingegangen ist, in Gott sein Recht hineingegangen ist. Also hier muss wie auch weiter sein, dass er von Aufenthalt für all diejenigen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, die sind nun all an der Stelle, wo sie getröstet wurden. Dadurch, dass Jesus beendet ist. Und wir können auch hier weiter sein, wir können bloß ein bisschen was reden, feststellen wird es, tschau wir das auch nicht. Weil wir eingeschränkt sind. Uns erstmal bloß ein kleines bisschen offen war. Also der Zustand ist, dass wir das wahrnehmen, wo wir sind. Der Zustand ist seilig, sehr seilig. Wir waren getröstet. Wir sind in der Gemeinschaft von der Heilige. Lazarus, wir mit Abraham taub. Er kannte Abraham nicht auf dieser Erde. Abraham, wir tausend Jahre vorher gestorben. Und doch, haben wir bei Abraham. In Abraham, wir in deiner Gottes. Abraham, wir in Mond Gottes. Also eine Gemeinschaft mit der Seilige. Dann aber auch, wie ist uns die Offenbarung?
was in der Himmelswelt sich alles zertragen hat, was Gott reut gemacht hat für die Jahre, wo der Jesus Christus mit ihm versöhnt sind. Wenn wir dort von durch zu meinen Sekunden festhören, da ist der Bräuterweich, wo wir alle abgeboren sind. Da ist der Schmollerweich, wo im Himmel nennen leiden wird, wo Gott uns Hand haben will. Dort wäschen ist bloß eine der. So aus in der Arche, wo noch erbühen soll, wie bloß eine der, wo sie nennen jenken, in Gott mug die Tau, so jäftet für die Genudentit bloß eine der, in dieser der, die ist Jesus. In der Stisse der, tja wie bloß so nennen gönnen, so aus Gott sich dort vergestellt hat. Wie viele tausend Menschen wollen sich hier täuschen, weil Jesus sagt, dass hier ein paar Verschluter, er sagt, dann wollen die Menschen sein, Herr, Herr, mach uns ab. Wir haben in deinem Namen große Worte genommen. Wir haben kranke Menschen gesund gemacht. Wir haben besetzte Menschen frei gemacht. Wir haben in deinem Namen sehr viel getan. Und dann wird Jesus sagen, gut was von mir, ich habe nach zweimal gechannt. Wer sind diese Menschen? Wer sind diese Menschen? Wo da wollen sein, mach uns ab. Und Jesus sagt, nee, ich habe nicht. Ich habe noch zweimal gechannt. Und mir kommt es so fair, als man diese Gruppe Menschen noch schlimmer dran ist, als die, was Gott verloren hat. Mir kommt es so fair, dass diese Gruppe Menschen noch viel schlimmer dran ist, als die, was da sehen, wie sie nicht an Gott und wie wollen mit Gott nicht zu tun haben. Diese Menschen, die haben ihren Glauben, die haben ihre Religion und sie haben ihre Gewohnheit, auch den Namen Jesu zu brücken. Aber sie leben nicht mit ihm. Die Bekehrung, die biblische Bekehrung, wird eine von Gott geschenkte Wiedergeburt bewirkt, das ist das Leben, wo wir mit Jesus leben. Wo wir uns bekehrt haben, zu Jesus in ihm angenommen haben, da sind wir eins geworden mit ihm. Wir haben ihn erkannt. Johannes Kapitel 17, Vers 3 sagt uns dort, wir haben bloß ein Mädel zu das Leben der gekommen, wo wir Gott erkennen. Nicht von ihm reden, nicht irgendwo für ihn dönen. Das gibt tausende Menschen, die dönen jeder Sonntag dönen sie Wort für Gott. Sie spenden Geld, sie gehen zur Kirche, sie geben Opfer an, sie beten vielleicht sogar. Die leben ohne Jesus und die gehen eine ewige Verdammnis nennen. Und die waren ohne Töne der Stunden, weil sie Jesus nicht kennen. Sie haben zweimal ihr Leben Jesus anvertraut. Sie haben nur Stück nicht ein Hohrbräut von ihr Leben ändern lassen, weil die Jesus Gottes uns das lehren wird. Da ist keine Gemeinschaft mit Gott. Das Leben aus Kinder Gottes ist eine Geistesgemeinschaft in eine Leibgemeinschaft, wo wir Gott über alles Gott sind. Dort ist das Leben ab dem schmalen Weg. Und dann wird uns das aufgedeiht, wo der Himmel eigentlich ist. Auch jemand, wie wir da sein, da kommt der Tag, da kommt die Stunde, wo all die Jahre, wo Apostel Paulus sagt, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4 von 13 bis 18, da sagt er, mit dieser wird soll jeden trösten. Wer soll sich trösten? Die sich bekehrt haben, in Wader geboren sind, die mit bekehrten, in Wader geborenen Menschen leben, in wo das der Schmuck machen, wo einen der andere sterben wird. Nun sagt Paulus, ihr sollen darüber nicht so trürig sein, als die Jahre, die Gott nicht kennen. Ja, wir sind trürig. Und Gott wollte das auch. Aber er sagt, nicht so als die, die keine Hoffnung haben. Wir haben diese lebende Hoffnung. Nun sagt Paulus, dann, wenn die Stimme von dem Erzengel wird kommen und wenn die Personen Gottes wird schallen, dann werden die Deutsche abstunden, die in Jesus gestorben sind. In die, die dann noch leben, die werden verwandelt worden. Wie wird das gehen? Das wollte ich nicht. Und das kann ich nicht wollen. Da fangen die Menschen an zu rebeln, weil das alles sein kann. Das wollte ich nicht. Die Bibel, die sagt bloß, mit der Kraft, mit der Gott, Jesus von der Deutsche abgeweiht hat, kreit mit der Kraft, wird er uns verwandeln. Und kreit mit der Kraft, wird er auch die Deutsche abweiten. Und dann heißt es, dass wir waren, die Hände, die Jesus gehört haben, die kommen für das Preisgericht Gottes. Und dort ist nicht die Wetter Trön. Dort ist das Gericht, was wir für Jesus haben. Da geht es darum, dass jeder einer den Lohn kriegen wird, womit wir gelebt haben aus Kinder Gottes in dieser Welt. Da wird jeder Schwester, jeder Bruder, jeder Kind und jeder Mensch, was alt geworden ist auf Erden, der wird dem Lohn kriegen,
was wir an Jesus in Namen getan haben, das haben wir nicht verdient. Das ist ein Gnadenlohn. Das ist eine Uttätigung, dass wir Gott seine Kinder sind. Und da blieb Gott uns nicht schuldig. Dort tut Gott uns sehr hohe Zinsen. Das, was er an uns ausgewiesen hat, das ist das, was seine Gnade an uns getan hat. Und dann haben wir die Beschreibung von dem neuen Himmel und von der neuen Erde. Das alles ist noch zukünftig für uns. Dort, wo Gott reu gemacht hat für die, die am Gott sind, die das neue Leben in Jesus haben, das ist ab keinen Menschen hart gekommen, hat kein Menschen urgesehen, kein Menschen auch gehört. Aber, da steht geschrieben, Gott hat das seinem Geist, die Jahren geopenbart, die an ihm geläuert. Also, Kinder Gottes wollten ein klein bisschen mehr über den Himmel als andere Menschen. Weil sie das Wort Gottes lesen und eingenommen haben. In die Bibel, die wies uns, wir gehen eine ewige Herrlichkeit nennen, bloß dadurch, dass wir Jesus sein Blut haben in Anspruch genommen. Also da, wo wir abstunden von der Deutschen in eine ewige Herrlichkeit nennen gehen, dann wo wir erstmal richtig verstunden, was für Kraft das Blut von Jesus hat. Wir dürfen nun all Jesus loben dafür, wir beten am Ohn für sein Blut. Aber dann, wo wir erstmal erkennen, was das Blut getan hat, du hast nicht ein von unseren Sünden zu sein. Dort ist mit Jesus sein Blut aufgewaschen. Dann waren die, die ihre Kleider gewaschen haben, im Blut von Jesus. Die waren bei Jesus sein. Die Bibel sagt uns dort, die ihre Kleider wit gemacht haben. Die haben keine schwarze Kleider. Die haben bloß das witte Kleid, was Jesus reu gemacht hat. Da, wo wir ein deutsches Kleid sind, was Jesus für uns getan hat. Und da waren bloß die Jahre sein, Lukas Kapitel 10, Vers 20, sagt uns, was für Nomes in sein Lebensbuch geschrieben sind. Die, die mit Jesus eint geworden sind, die waren auch im Himmel eint sein mit ihm. Die, die er Nomen wollten, nie all, mit Nomen erst im Lebensbuch geschrieben, die waren da sein. Dann aber steht geschrieben, Matthäus Kapitel 24, Vers 13, da waren die Jahre sein, wo da ausgehöhlen haben, bot eng. Nicht bloß der Schmolle, der da gegangen. Nicht bloß euer Fangen, den Schmollen, was gegangen. Aber den rechten, den Göden, den biblischen Glaubenskampf gekämpft haben, und ja Jesus seine Leiden. Die er Vertrauen ganz ab die Not gesagt haben, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Die waren da sein, und dann wurde es offenbar. Und dann wurde dort offenbar, was Gott reu gemacht hat für seine Kinder. Nämlich, dann sagt uns Johannes im 1. Brief im 3. Kapitel, dann wo wir sehen, so aus heu es. Also wir wollen ein jästes Lief haben, wo nicht mehr kaum krank waren, alt waren, trürig sehen. Ein jästes Lief haben, wo all dort, was uns in dieser Zeit und nach dieser Welt schwur macht, nöt macht, trübsam macht, dort ist dann alles abgehoben. In dem jästes Lief, wo wir ewig im Stand sind, Gott zu loben. In dem Geisteslief, wo wir ewig im Stand sind, Jesus zu loben, in am Deinen, da wird jeder einer seine Abgabe haben, eine ewige Herrlichkeit. Dort wird uns die Bibel da aufmachen, dort ein Bilder, die große Stadt, die goldene Goss, die goldene Wehe, wo da sind, das gelesene Meer, wo da ist, das sind ja alles Bilder von Gott seine Herrlichkeit. Das sind alles Bilder von Gott seine Heiligkeit. Dort hat er reu gemacht für die, wo in dieser Zeit, ich will das noch einmal sagen, wo in dieser Zeit sich für Jesus entschieden. Liebe Teure, du sollst von dort zu mal das verstehen. Das ist die ganz ernste Frage, wo du von dort entscheiden musst an diesem Sonntag. Wenn du dich bekehrt hast und ab dem schmalen Wasch bist, frag dich einmal, ob du mit Jesus leben lässt. Lebst du eine Leibesgemeinschaft, lebst du eine Geistesgemeinschaft mit Jesus? Hat Jesus dein Leben ändern können? Was hat sich bei dir geändert? Wenn du bekehrt in Wader geboren bist, dann hast du das Zeugnis von dem Geist, dass du reu gemacht wirst für den Himmel. In der Bibel sagt uns, der uns dort reu gemacht wird, dort ist Gott. Wie machen uns reu gemacht? Loben. Liebe Teure, wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus und du ab dem Bräuten wach bist, dann ist es nicht von dort die höchste Zeit, dass du abstunden lässt, in die nicht neuen einmal beten lässt, in Jesus um Verzeihung fragen lässt, in Jesus nennen fragen lässt in dein Leben. Jef dein Leben einmal haben auf dem Opferaltar, so als Jesus sich am Kreuz hingegeben hat für dich. Jesus trägt dich mit seinen Leib. Jesus will nicht, dass einer soll verloren gehen. Schau dir mal, eine ewige Verdammnis, auch eine ewige Herrlichkeit,
Da erste steht reingemacht. Da waren keine Ladestäden senden. Wo wir uns ein Städtwellen annehmen, dort hat Gott bei uns gelogen. Wie machen uns entscheiden? Möcht Gott von da Gnade geben in die Tragen. Et lohnt eine Seelsorge an, aber das ist eigentlich nicht ganz richtig gesagt. Et lohnt Jesus an. Et lohnt hier an, dass du hier kannst heimkommen, aber eigentlich will ich dort sein. Du sollst im Tritt kommen. Du sollst mit deinen Sünden in Jesus kommen. Und du sollst dein Leben Gott anvertrauen. Und Jesus darfst du dir Gott anvertrauen. Und dann kannst du die Verzeihung haben, die Erlösung haben, die kriegst du an Gott seine Not. Du darfst das im Glauben von dort annehmen. Möch Gott das an seine Not auch schenken. Amen. Ich will nun nach Beten und Fragen abstimmen, wird jetzt. Himmlischer Vater, in Jesus in Namen beten wir dich an. Wir danken dir, dass du Gott über alles bist, gerecht und heilig und vollkommen. Wir danken dir, dass du der Leib bist. In deinem Leib hast du dienen sehen und diese Welt geschickt, für uns zu leiden. Wir danken dir, Jesus, dass du dort Lamm bist. Du läufst dich am Tritt anschlungen. Für unsere Sünden gehst du an den Tod. Ja, du gehst eine Heilnenner für uns, damit wir können die Erlösung an dir haben. Wir beten dir an, von der Schmarrenstunde, dass wir ab dir checken dürfen und wir dürfen weiten in die Leuven. Unsere Schuld hast du betont mit deinem Blut. Wir dürfen deine Kinder sein und dürfen Frieden, Gerechtigkeit und Heiligkeit haben an dir. Wir danken dir, dass du uns den Himmel reingemacht hast und du sagst in deinem Wort, bei deinen Vater im Himmel sind viele Wohnungen und du bist angegangen, uns die Städte reinzumachen, wo wir an die Wohnung annehmen sollen. Wir freuen uns, sei ja, dass du bald wirst kommen, uns nur die zu nehmen. Und ans Gebet ist, mag du uns dort herein, dass wir können in dieser Zeit dem gelben Glaubenskampf führen, dass wir unter deiner Leitung uns beten, dass wir in der Gemeinschaft mit dir können leben, dass du alles in allem in uns Leben kannst senden. Wir danken dir, dass du an dieser Tag all Adelige getroffen hast, nur die, und von der Schmarrenstunde sind wir alle offenbar für dich. Du sitzt der Ehelied, du sitzt die Jugend, du sitzt die ältere Menschen. Jesus, mag du uns nun ganz still. Lass uns ab der Stimme von deinem Geist anhören und gib die Not der Bekehrung. Jesus, wir danken dir, dass du der Rader bist und dass du uns ganzes Leben annehmen lässt und dass du in dieser Stunde wirst die Openbaren und verherrlichen, dass du Menschen frei machst von ihren Sünden, von ihr sinnloses Leben auf dem breiten Weg und dass du Menschen durchleiden lässt, durch die Schmolle der, wo du selber bist. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Wir vertrauen auf dich, dass du diese Morgenstunde dort brücken wirst, dass Menschen gerade kennen wollen. Wir danken dir und loben dir und wir beten dir an. Amen. Wir sagen uns nochmal an.